Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, heute Morgen wieder einmal bei euch zu sein, um euch eine hoffentlich frohmachende Botschaft zu erzählen. Herr, ich kann nicht mehr. Das war der Ausspruch des Propheten Elia. Und das ist uns doch vertraut in dieser Zeit. Herr, ich kann nicht mehr. Alles, was wir im Gottesdienst bisher getan haben, war im Grunde genommen dieser Sehnsucht Ausdruck zu geben. Herr, wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen wieder Kontakt zu dir. Wir brauchen neue Lebensenergie von dir. Wir können einfach nicht mehr. Wir sind so geschüttelt und gebeutelt von den Lockdowns und Pandemiebestimmungen und der Flutkatastrophe und all diesem Leid, das uns täglich umgibt, ja auch in unserem privaten Leben, das hat dann nicht plötzlich aufgehört, dass wir dastehen und sagen, Herr, wir können nicht mehr. Am liebsten würden wir uns auch unter einen Ginsterstrauch legen und sagen, das ist jetzt genug. Und ich weiß nicht, wer von euch ihn noch kennt, den Film Der Pferdeflüsterer mit Robert Redford, der nunmehr vor psalmigen 23 Jahren in die Kinos kam. Und in diesem Film ging es im Grunde genommen um eine ähnliche Situation. Es ging um eine traumatisierte junge Frau und ihr traumatisiertes Pferd, die nach einem schrecklichen Unfall den Kontakt zu ihrer Umwelt verloren hatten, die auch alle Energie von sich fahren haben lassen müssen, die also sozusagen in einem pathologischen Lockdown gefangen waren und die daraufhin auch von ihrer Umwelt nicht mehr verstanden werden konnten. Ähnliche Situation wie heute, wo sich die erbitterten postkoronalen gegnerischen Gruppen auch nicht mehr verstehen und gegeneinander sind, was uns sicherlich noch einige Zeit beschäftigen wird und muss. Und nach einigem Hin und Her lässt sich in dem Film jedenfalls Robert Redford, der Pferdeflüsterer, auf die beiden ein und nimmt sich Zeit für sie, beobachtet sie ganz genau, kann dann auch Kontakt mit Frau und Pferd aufnehmen, rettet natürlich beide und es kommt dadurch dann auch wieder zu einem versöhnten Verständnis mit der Umwelt. Und im Grunde genommen ist es genau das, was wir heute auch brauchen. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Versöhnung miteinander und mit unserer Umwelt und wir brauchen Kontakt, Kontakt miteinander, Kontakt zu unserer Lebensenergie, Kontakt zu Gott. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen noch andere Flüsterer vorstellen, nämlich zum einen den flüsternden Gott, zum anderen Menschen als Gottesflüsterer. Die Ausgangssituation dieser Geschichte, die wir eben aus der Bibel gehört haben und die ich euch heute gerne erzählen möchte, ist ähnlich. Nach einem traumatischen Erlebnis, wie es ja sowohl der Reitunfall im Film wie auch die Corona-Pandemie in unserer Zeit zweifelsohne ist und die Flutkatastrophe, hat ein Mensch den Kontakt zu sich selbst, zu seiner Umwelt und zur ewigen Gotteswelt verloren. Und er ist am Ende, er hat keine Kraft mehr. Nämlich der Prophet Elia. Und Elia hatte sogar mehrere traumatische Erlebnisse. Und ganz verwunderlich hatte er zunächst einmal ein positives traumatisches Erlebnis, als er die Baalspriester abschlachtete. Nachdem er zuvor schon einen unglaublichen geistlichen Erfolg gehabt hatte, als Gott selbst für ihn das völlig durchnässte Holz mit übernatürlichem Feuer aus dem Himmel entzündet hatte. Eine ganz krasse Action-Story, die man im ersten Buch der Könige einfach nochmal nachlesen muss. Jedenfalls zeigt uns das auch positive, außergewöhnliche Ereignisse, wie zum Beispiel ein Lottogewinn oder in unserer Zeit ein schneller Impftermin. Aber mit dem Impfstoff, den man nicht mag. Das kann Menschen tatsächlich traumatisieren, im Sinne von aus der Lebensbalance bringen. Und dann verlieren sie den Kontakt zu sich selbst, zu ihrer Umwelt und zu Gott. Und das ist eine gefährliche Situation, weil man in dieser Situation kraftlos ist und keinen sicheren Stand mehr hat. Und als dann, was wir eben gehört haben in der Lesung, bei Elia noch obendrauf die Königin Isabel, ja, eine im Vergleich doch eher läppische Drohung ausgestoßen hat, nachdem er diese Sachen mit Gott erlebt hat und dann noch die ganzen Baalspriester besiegt hat. Und dann kommt Isabel und sagt,
Oh, ich bin ganz sauer auf dich und wenn ich dich mal nicht dran kriege, ja, dann wirst du schon sehen. Ist doch eher eine läppische Drohung im Vergleich. Aber das war der kleine Windhauch, der den eh schon angeschlagenen, aus der Balance geratenen Elia komplett umgeworfen hat. Und mit letzter Kraft sozusagen macht sich Elia dann im weiteren Verlauf der Geschichte auf die Suche nach einer übernatürlichen Begegnung, die ihn retten soll. Er braucht den Kontakt zu Gott. Und das wird dann in 1. Könige 19, 11 bis 13 so beschrieben. Da sprach Gott zu dem Propheten Elia, geh hinaus aus der Höhle, da wo er übernachtet hat, und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr war aber nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr war aber auch nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Spirituelle Konfrontationstherapie von Gott, aber heilsam für Elia. Die Bibelgeschichte erzählt, dass Elia auf seine traumatische Entfremdung von seinem Alltagsleben hin eine mystische Begegnung mit einem übernatürlichen Wesen gehabt hat, dem Gottesflüsterer. Und dass er daraufhin später eben sogar selbst zu einem Gottesflüsterer wird. Das heißt, es geht mir heute Morgen um die Möglichkeit, Gott wahrzunehmen, den Allmächtigen zu spüren, mit der unsichtbaren Wirklichkeit, die uns umgibt, Kontakt aufzunehmen und dadurch Kontakt zu uns selbst und zu unserer Umwelt wieder zu bekommen. Und das heißt, es geht um Spiritualität. Warum bin ich dann mit dem Kinofilm eingestiegen, wenn es doch um Spiritualität geht? Weil man als Pferdeflüsterer Menschen bezeichnet, die besonders gut mit Pferden umgehen können. Und um mit den Pferden umgehen zu können, verwenden die Pferdeflüsterer spezielle Methoden der Kommunikation. Und das ist bei Gott und den Menschen nicht anders. Und die spezielle Kommunikation der Gottesflüsterer, die also mit Gott gut umgehen können, ist natürlich das Gebet. Da wird man nicht drum herum kommen, wenn man herausbekommen will, ob es noch etwas jenseits unserer fünf Sinne gibt. Ohne Gebet gibt es keine Kommunikation mit Gott. Wenn du etwas von Gott wissen willst oder über Gott etwas rauskriegen willst, dann geht das nur mit Gebet. Und das gilt übrigens auch für alle die, die noch gar nicht zu Gott gehören. Auch die dürfen einfach beten und versuchen, durch das Gebet einen Kontakt herzustellen. Ohne Gebet kann man nichts von Gott wissen. Da hilft auch keine noch so gute Ausbildung und auch kein schlaues Buch, das man irgendwie lesen kann. Und Gebet bedeutet vor allem Zeit. Zeit, in der du Gott suchst und Zeit, die du mit Gott verbringst. Wenn du dir keine Zeit für Gebet und Meditation nimmst, dann musst du dich nicht wundern, warum du nichts von Gott spürst. Und darum ist es in unserer schnelllebigen Zeit auch kein Wunder gewesen, warum eigentlich die wenigsten Menschen noch irgendetwas von Gott mitbekommen haben. Wer es im ganzen Schulstress, Berufsstress, Familienstress, Spaßstress und was es sonst noch für Stresse gibt, nicht schafft, sich einen Freiraum für Gebet und Meditation zu schaffen, der wird sich immer weiter im Hamsterrad drehen und aus diesem Teufelskreislauf auch nicht mehr rauskommen. Und darum ist der pandemische Lockdown tatsächlich auch für einige Menschen mit dem positiven Aspekt verbunden gewesen, dass sie plötzlich mehr Zeit für ein solches spirituelles Gebetsexperiment gehabt haben. Das alleine würde aber noch nicht genügen. Zu der Zeit muss dann noch eine weitere Voraussetzung für die gute Kommunikation dazukommen, wenn wir noch mal kurz zurück zu den Pferdeflüsterern gehen. Und das ist die Fähigkeit, das Verhalten und die Körpersprache von Pferden zu verstehen. Übertragen auf den Gottesflüsterer wäre das also die Fähigkeit, Gottes Verhalten zu verstehen, warum er zum Beispiel manches an Leid zulässt
und anderes dann doch wieder heilt oder segnet. Ist er wirklich so gut, wie die Bibel uns glauben macht? Man müsste sozusagen Gottes Körpersprache verstehen, also seine Einlassungen in unseren konkreten Alltag. Was ist Zufall? Was ist Gottes Wirken? Und um das herauszubekommen, ist eine gute Beobachtungsgabe und ein Einfühlungsvermögen für alle Flüsterer Grundvoraussetzung. Beobachten, aufmerksam sein, auf Achtsamkeit üben, Pferde beobachten, Partner beobachten, Kinder beobachten. Um das alles geht es in der ganzen Flüsterei. Und darum geht es auch im Glauben, in der Religion, in der Kirche. Und um das zu tun, braucht man wieder Zeit. Als Jesus mal gefragt wurde, ob er der Messias sei, also der Retter aus dem ganzen Schlamassel, da sagte er, kommt und schaut es euch an, verbringt Zeit mit mir. Und was wird man da wohl zu sehen bekommen, wenn man anfängt, Gott zu beobachten? Also wenn wir mit Jesus nach Hause kommen, dann sehen wir zunächst einmal sein Namensschild an der Tür, an seiner Haustür, ne? Und wir sehen, es ist ein Doppelname. Gottes Name ist zum einen Jahwe, das heißt, ich bin, der ich bin. Gott ist einer, der da ist, immer und überall. Und sein zweiter Name ist Jesus. Er hat sich in Jesus Christus als der Liebende, als der Rettende offenbart. Der Name Jesus allein schon bedeutet nämlich Rettung, Hilfe und Heil. Also genau das, was man im Lockdown der Traumatisierung braucht. Und dieser Gott, der spricht also nun in der Bibelgeschichte zu dem traumatisierten Propheten Elia, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Oh, das macht dem Propheten natürlich Hoffnung. Gott macht dem Propheten Hoffnung durch diesen Ausspruch, durch diese Einladung. So, jetzt wird alles gut werden. Jetzt kommt also etwas, das die Not wendet. Und dann geht es auch gleich vielversprechend los, so wie man das auch erwarten würde. Es zieht ein gewaltiger, heftiger Sturm herauf und reißt ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmettert sie. Das ist doch genau das, was wir erwarten würden, wenn Gott mal auf den Plan tritt und hier aufräumt. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Damit ereignete sich keine Heilung. Dann setzt er noch einen drauf. Als nächstes bebte die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Auch das wendete die Not nicht. Dann kam das Feuer, doch der Herr war nicht darin. Das waren alles Sachen, die Elia ja schon kannte. Das hatte der schon erlebt. Das war ihm vertraut. Aber in all dem war Gott nicht mehr zu spüren. Und ich kann mir vorstellen, dass das Elia ganz schön irritiert hat. Das hat sein Gottesbild auf den Kopf gestellt. Und eigentlich geht es uns doch auch immer wieder so. Wir haben ganz bestimmte großartige Erwartungen an Gott, weil wir das schon mal so erlebt haben oder weil wir schon mal davon gehört haben. Und wenn das dann nicht passiert, oder auch wenn es passiert, aber Gott ist darin nicht zu spüren, dann ist es doch auch komisch. Warum ist das bei uns dann so? Und dann kommt aber das Unerwartete. Dann muss man achtsam bleiben und nicht sagen so, na gut, lieber Gott, dann kann ich auch gleich weggehen. Wenn du so nicht handelst, ja dann ist es halt so. Dann achtsam bleiben, dann dranbleiben, dann kommt das Unerwartete. Das, was wir so leicht übersehen. Elia hört ein leises Säuseln. Da verhüllt er sein Angesicht mit dem Mantel und tritt ein paar Schritte zurück. Das musste ihm auch keiner sagen, da musste er keine Theologie lesen, keine Theologie studieren. Das spürte er. Plötzlich war in dieser Kleinigkeit, in diesem winzigen Lufthauch, in diesem Säuseln, etwas, was ihm Ehrfurcht verschaffte und wo er das spürte. In diesem leisen Lufthauch war der Herr und gab ihm Perspektive und Richtungsweisung für die Zukunft. Und es erstaunt mich immer wieder aufs Neue, dass Gott sich dem Elia nicht in dem Sturm offenbart, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in dem sanften Lufthauch. Denn wenn man sich das mal so vor Augen hält, dann muss man doch sagen, immerhin ist der Gott, von dem wir sprechen, ein König des Himmels. Er ist also einfach groß, da könnte er doch durchaus auch mal sowas machen. Und der soll sich also jetzt in diesem kleinen, lauen, flüsternden Lüftchen offenbaren. Wie passt das zusammen? Es geht
Doch um das übernatürliche Wesen Gott, das ewige Leben und Licht der Völker und eines jeden Menschen, der in die Welt kommt, den Allmächtigen, Herr des Himmels und der Erde, erster und letzter, Anfang und Ende, Ratgeber, Löser, Immanuel, Freund der Zöllner und Sünder. Er war schon da, als es noch nichts gab, bevor es irgendwie geurknallt hat, da war unser Gott schon da und ließ es vor lauter Freude über seine Schöpfungsidee mächtig knallen. Dieser allmächtige Gott kann nicht nur alles, was er will, sondern er tut auch alles, was ihm gefällt und was er denkt, wenn auch manchmal unerkannt, so doch unaufhaltsam. So groß ist also Gott. So, jetzt fragt man sich, wie kommt eigentlich so ein großer Gott jetzt bei Elia in ein kleines Lüftchen rein? Und das hängt nun wiederum mit dem zusammen, was die Christen an Weihnachten feiern. Und das darf man eben auch im Rest des Jahres nicht vergessen, sondern das muss unser Leben bestimmen. Der große Gott beugt sich hinunter, macht sich klein, damit wir in seiner Gegenwart bestehen können. Nachdem einer seiner Engel Luzifer gegen ihn rebelliert hat und die Menschen verführt hat, dabei mitzumachen, hat der große Gott in seiner Liebe die gigantischste Rettungsaktion aller Welträume und Zeiten gestartet, hat sich in eine kleine weibliche Eizelle gezwängt und ist ein Mensch geworden. Was für ein wunderbarer und großartiger Gott, der alles hatte, aber nichts festhielt wie ein Raub, sondern alles weggegeben hat und dafür im Tausch unsere ganze Sünde auf sich genommen hat und dann am Kreuz von Golgatha als einer von uns die Sünde und den Tod besiegte. Der Teufel konnte ihn nicht verführen, das Grab konnte ihn nicht halten und keines unserer Probleme kann ihn stoppen auf seinem Weg, unsere Herzen mit seiner Liebe zu erfüllen. So ist es. Und das ist es, was ein Gottesflüsterer, wenn er sich die Zeit nimmt und wenn er achtsam bleibt, beobachtet. Und genau damit müssen traumatisierte, ausgelaugte Menschen wie der Prophet Elia wieder in Kontakt gebracht werden. Gott macht sich nicht groß, um dir irgendetwas zu beweisen, sondern er will dich lieben. Darum geht es. Gott macht sich klein, damit er in dein Leben passt und es von innen heraus heilen und umwandeln kann hin zu deiner schöpfungsmäßigen Berufung und Bestimmung. Der Gottesflüsterer beobachtet also, dass Gott, der große Gott, sich im Kleinen und Schwachen offenbart. Er liest in der Bibel, dass Gottes Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist, dass Gott das Unweise vor der Welt berufen hat, dass er Interesse hat an kleinen Vögeln und deine Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Natürlich ist Gott auch groß und erhaben. Das hatte Elia ja vorher auf dem Berg Karmel erlebt, als Gott Feuer vom Himmel geworfen hatte, um Elias durchnässtes Opfer zu entzünden. Aber wenn Gott sich uns persönlich zuwendet, will er nicht, dass wir Angst bekommen. Und deswegen macht er sich ganz klein. Gott wendet hier ganz bewusst den sogenannten Turtur-Effekt an. Das kommt aus einem anderen Film. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Scheinriesen aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Je weiter er von dir weg war, desto größer sah er aus. Und die Leute, die ihm von Ferne begegneten, hatten Angst vor ihm. Und so ist es auch mit Gott. Wenn du Gott nur von Ferne begegnest und nur seine Größe in den Blick nimmst, dann kann das einem Angst machen. Aber je näher man dem Herrn Turtur kam, desto kleiner wurde er. Und man entdeckte einen ganz freundlichen Mann, vor dem man sich nicht fürchten musste. Und diesen Turtur-Effekt hat Gott an Weihnachten ganz bewusst eingesetzt und tut es seitdem immer wieder. Je näher Gott dir selber kommen darf, desto kleiner macht er sich für dich und ruft dir zu, fürchte dich nicht. Und desto deutlicher und genauer kannst du seine Liebe zu dir entdecken. Das ist es, was ein Gottesflüsterer beobachtet. Und durch spirituelle Kommunikation kann man auch damit in Kontakt kommen. Durch Kommunikation baut man ja Beziehungen auf und kommt sich näher. Und so ist es natürlich auch mit dem übernatürlichen Wesen Gott. Man tritt in Kontakt mit Gott, indem man sein Herz weit aufmacht und sich ihm anvertraut. Mein alter Freund Klaus Douglas schreibt dazu in seinem Buch Glaube hat Gründe: Spiritualität ist Freude an Gott. Sie ist die Erotik unserer Gottesbeziehung. Das Herzstück aller Spiritualität aber ist Gebet. Lebendiges Gebet hat eine viel größere Bandbreite als das,
was wir normalerweise unter Gebet zu bezeichnen pflegen. Und ich finde, er hat recht. Gebet ist eine abenteuerliche Entdeckungsreise von Liebenden. Mit Gebet beschreiben wir doch ganz einfach nur die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott. Und das kann natürlich verbal ausfallen, indem man zum Beispiel ein niedergeschriebenes Gebet spricht, mit dem schon viele andere auch gute Erfahrungen gemacht haben. Aber das kann doch auch nonverbal ausfallen, wie jede andere Kommunikation auch. Auch ein Tanz, eine Umarmung, praktische Arbeit oder ein herzliches Lachen können Gebet sein. Man kann das Gebet nicht auf bestimmte äußere Formen festlegen, weil man dann die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott einsperren würde. Es geht beim Gebet nicht um irgendeine methodische Aktion, sondern es geht um unser suchendes, bedürftiges Dasein in Gottes Gegenwart, so wie wir es im Lobpreis vorhin gesungen haben. Wir suchen den Kontakt zu unserer Energie, zu unserer Lebensquelle, zu Gott, zu der Liebe, die uns verwandelt. Und ob du dabei auf dem Sofa chillst oder in der Kirchenbank kniest oder auf der Leinwand hängst, das ist völlig egal. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir eben nicht nur zu Gottes Flüsterern, sondern dann werden wir Gott selber auch als den Menschenflüsterer erleben. So steht es in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, Gott selber flüstert uns dann beständig in diesen Zeiten zu, dass wir seine Kinder sind, dass alles in Ordnung ist, dass er die Dinge schon für uns regeln wird. Und das ist eine überaus beruhigende und befreiende Erfahrung, die wir unbedingt brauchen. Und das führt uns zu dem Schluss, wir und unsere Welt braucht dringend viele Gottesflüsterer, weil unsere Welt dringend Beruhigung und Befreiung in all den Nöten und Krisen braucht, die uns erschüttert haben. Wir brauchen Gottesflüsterer, die den Kontakt zwischen Gott und den Menschen wiederherstellen, weil so viele Menschen geradezu traumatisiert sind von all den Ereignissen, die man nicht verstehen kann. Wir brauchen Menschen, die Gott in seiner Liebe und Güte verstehen und es übersetzen können. 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Solche Menschen brauchen wir und wir brauchen natürlich Gelegenheiten, an denen sich das ereignen kann, so wie zum Beispiel unser sonntäglicher Gottesdienst hier. Denn schlaue Sprüche helfen den Menschen nicht so viel wie spirituelle Erfahrung. Und deswegen müssen wir die selber machen und dann anderen Menschen die Möglichkeit eröffnen, ebenfalls spirituelle Erfahrungen zu machen. Und wenn wir als solche bekannt wären in unserer Nachbarschaft, das wäre doch was. Leute, die eine unerschütterliche Hoffnung in sich tragen und allen anderen Menschen einen kostenlosen Zugang dazu ermöglichen, ohne Bedingungen zu stellen. Als Gottesflüsterer lernen wir, Gott im Alltag zu entdecken und das auch so zu benennen. Und ich glaube, dass es das ist, was sich viele Menschen wünschen. Sie wünschen sich ehrliche, aufrichtige Menschen, denen sie sich anvertrauen können, denen sie etwas zutrauen können und wo sie das Gefühl haben, dass sie mit ihnen zusammen den spirituellen Weg der Authentizität gehen können. Und diese authentische spirituelle Haltung gelingt, wenn wir im Gebet Gott immer wieder dankbar sind für alles, was er uns im Leben geschenkt hat. Auch für die Erlebnisse, die uns überraschen, die uns aufgezwungen werden, ohne dass wir das wollen. Denn zu unserer Geschichte gehören nun mal alle Erlebnisse, auch die traumatischen. Und wenn wir in der Lage sind, nach der Aufarbeitung zu akzeptieren, dann werden wir Gott im Flüstern begegnen. Und dann entsteht in uns das Gefühl der Authentizität. Und das erfüllt uns mit neuer Lebensenergie, bis sie übersprudelt, aus uns herausfließt, die Ströme lebendigen Wassers und andere Menschen in unserem direkten, konkreten Umfeld erreichen und auch die stärkt und wieder aufrichtet. Und dass uns allen das gelingt, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und die Heilige Ruach. Amen.